Einen wunderschönen guten Morgen ins Land und in die ganze weite Welt. Und heute wieder eine buddhistische Tageskarte aus dem Flying Heart Tarot. Und ich ziehe und hier ist sie, die 20, da Freiheit. Mit geflügelten Füßen, das ist schon sehr merkurisch, in die Sonne. Und Merkur ist ja stationär, heißt, der ist jetzt dabei, sich wieder nach vorne zu bewegen. Das wäre ab Montag, ab dem 15. Da sind wir alle dankbar. Dann gehen viele Stauungen raus. Obwohl Merkur sehr günstig ist für Aufräumarbeiten. Alles Liegengebliebene aufzuräumen, sage ich mir immer selbst und komme kaum dazu, wo habe ich, da ist es. Was haben wir denn? Die 20, die Freiheit. Staubwischen, genau, ist gut. Bergrückläufiger Merkur ist gut fürs, zum Staubwischen. So. Freiheit. Aus unerforschten Sphären landet ein Drache in dieser Welt. Er ist wie der Sturm, niemand kann ihn aufhalten. Er gehört nur sich selbst, niemand kann ihn besitzen. Er ist die gleißende Sonne, der tosende Ozean, der weite, grenzenlose Himmel. Niemand weiß, wohin sein Weg führt. Wenn dir Flügel wachsen, sind die Füße vergessen. Fliegende Meditation. Steig in einer mondhellen Nacht mit deinem Flugdrachen auf einen Berg. Warte geduldig, bis du einen Vogel siehst, der dich beobachtet. Jetzt ist der Moment, ihm zu zeigen, wie viel Mut der Mensch hat. Spring! Bringst du eine sichere Landung zustande, so werden Vögel in Zukunft mehr Respekt vor den Menschen haben. Im Falle eines Absturzes würden wir uns freuen, Ihnen eine Schweizer Kuckucksuhr zu senden, die Ihnen jede volle Stunde den Vogel zeigt. Dann ein Satnam und Servus.